festgestellt, dass der Drogenkonsum gerade bei Jugendlichen um 50% gestiegen ist in den letzten 10 Jahren. Aber anstatt nach den Ursachen zu forschen, warum ist das so? Warum wollen junge Leute der Realität entfliehen? Anstatt das zu erforschen, wollen sie den Erwerb erleichtern. Für mich ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass in dieser Gesellschaft die gesamte Entwicklung nicht mehr stimmt, wenn die Jugendlichen mit ihrer Situation anscheinend in den jungen Jahren schon nicht mehr klarkommen. Warum erforschen Sie nicht, warum fragen Sie nicht nach, warum die Jugendlichen zu den Drogen greifen? Das ist doch das Entscheidende. Sie gehen nicht auf die Ursachen ein, sondern Sie wollen wieder mal die Auswirkungen irgendwie verbessern. Frau Präsidentin, zunächst einmal, die Frage von Frau Baum ist berechtigt. Was sind die Gründe? Und einen Grund habe ich eben angedeutet, den könnte ich aber noch breiter ausführen. Es ist zum Teil auch der Schwarzmarkt. Die Drogenkriminalität wendet sich oft gezielt an junge Leute, um damit auch Abhängige für andere Drogen zu gewinnen. Das heißt, der Schwarzmarkt ist der Kern des Übels. Und jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Schutz für unsere jungen Menschen. Und der zweite Grund, es fehlt oft, Ihre Frage war ja berechtigt, Frau Bauer, es fehlt auch oft an Aufklärung. Viele junge Menschen wissen nicht, dass Cannabiskonsum für das wachsende Gehirn wie ein Gehirngift wirkt. Und daher diese Aufklärung, die werden wir ja in den Vordergrund stellen. Wir werden eine Aufklärungskampagne machen. Am Ende dieser Aufklärungskampagne wird jeder wissen, dass für das wachsende Gehirn Cannabis extrem schädlich ist. Dass wir verharmlosen das nicht. Wir ziehen das aus der Tabuzone heraus und klären auf eine Aufklärung, die wir unseren Kindern schon längst geschuldet haben. Und schließlich, Herr Sorge, zunächst einmal, ich habe mit zahlreichen Mitgliedern des Ausschusses über dieses Thema ernsthaft gesprochen und respektiere übrigens sogar Mitglieder im Gesundheitsausschuss, die sagen, nachdem ich alle Argumente gehört habe, stimme ich dem Gesetz nicht zu. Solche Mitglieder gibt es auch, das sind wenige. Aber Sie haben mich auf das Thema nie angesprochen. Sie haben keinen Informationsbedarf jemals artikuliert. Und ich bin zu diesem Thema auch vom Ausschuss vom Ausschuss zu diesem Thema nicht eingeladen worden. Ich spreche immer im Ausschuss zu jedem Thema, wo ich eingeladen werde. Ich verbitte mir daher den Hinweis, ich wäre dieser Debatte aus dem Weg gegangen. Ich habe mit sehr vielen Leuten hier gesprochen. Sie haben keinen Informationsbedarf gehabt. Und lassen Sie mich Folgendes noch sagen. Sie sagen, das, was ich sage, sei Blödsinn. Das ist kein Argument. Sie können hier, das ist kein Argument. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe. Ich kann Ihnen aber sagen, weshalb ich davon ausgehe, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht steigt. Das sind die Daten, die wir aus Kanada haben. Das sind die Daten, die wir aus Colorado haben. Das sind die Daten, die wir von den Suchtforschern haben. Die Legalisierung hat dort dazu geführt, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr jetzt wie bei uns weiter gestiegen ist, sondern er konnte beherrscht werden. Und das ist der Weg der Wissenschaft, dem wir hier folgen, auch wenn Sie darauf keinen Wert legen, sondern die Dinge hier abpolemisieren, als wenn wir im Studentenparlament wären. Dann kommen wir zur nächsten Rednerin in der Debatte. Das ist für die Unionsfraktion die Kollegin Simone Burchardt.